Und jetzt steht das Grundgerüst. Ich habe das Ganze in Schnelldurchlauf gemacht. Ist ja eigentlich recht uninteressant, weil es kommt immer darauf an, wo das Ganze dann platziert wird. Fokus liegt eher auf die Schiebetür, auf den Beschlag, auf die Tür, die ich gleich bauen werde mit euch Stück für Stück. Im Übrigen habe ich hier, wie ihr schon gesehen habt, einfach ein, zwei Kanthölzer verwendet und viele Resthölzer von Paletten, die ich mir in letzter Zeit, kamen mir ein, zwei Werkstücke an oder Maschinen und da habe ich mir einfach die Paletten zerlegt und das Holz jetzt hier wiederverwendet, reicht vollkommen aus. Das Ganze habe ich jetzt beplankt mit Studioline Solo, kennt bestimmt der ein oder andere, habe ich auch schon bei Steffi in der Ecke gemacht, damit das Ganze ja so ein bisschen passt, eine Seite Studioline und der Vorteil, das ist ein Akustikpanel, das schluckt noch so ein bisschen den Schall, beziehungsweise ja, das, die Raumstimme oder das Raumklima verändert sich dadurch so ein bisschen. Fokus, warum, weshalb, ich möchte die Möhle-Ecke da hinten nicht mehr sehen, also das Lager, wo ich jetzt in letzter Zeit wirklich alles reinschmeiße, Kanthölzer gehobelt, geholt aus dem Baumarkt. Und zwar diese hier, liegt noch ein bisschen anderes Material, was ich demnächst für die Frühjahrprojekte brauche. Übrigens brauche ich demnächst noch mal ein Hochbeet für Tomaten. So, und hierbei habe ich halt versucht, dass sie schon ziemlich gerade sind. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig bei so einer Schiebetür. Meistens ist zwischen Wand und Schiebetür nicht wirklich viel Platz. Deswegen darf die natürlich nicht schief sein oder das Türblatt, was wir jetzt gleich bauen, darf sich natürlich nicht verformen oder so. Ja, und wie findet man sowas heraus? Ganz einfach, indem man sich die Latte nimmt und einfach von vordersten Eckpunkt zum letzten Eckpunkt rüber peilt. Und dann könnt ihr schon sehen, wie sich die Latte verschiebt oder verbiegt. Meistens sieht man das schon hier mit dem bloßen Auge. Also die ist hier komplett schief, die geht noch. Das heißt, das Ganze lege ich mal zurück. Die Rahmhölzer habe ich mir jetzt zurechtgeschnitten und das Ganze wird gleich stumpf zusammengeschraubt. Zeige ich euch gleich ganz, ganz simpel. Das ist quasi die Konstruktion von der Schiebetür. Jetzt habe ich mir hier einen Schiebetürbeschlag bestellt. Den gibt es in unterschiedlichen Längen, 1 Meter, 2 Meter. Das Ganze ist so ein bisschen ja, industriemäßig. Ne? Kennt man vielleicht von so alten Bauernhöfen, von Scheunen. Da sind nämlich oben diese großen, ja, das Flachstahl ist oben dran. Und dann läuft dann quasi diese Halterung hier hinher und an dieser Halterung ist dann die Tür befestigt, beziehungsweise ja, die Schiebetür und ein paar Stopper sind noch dabei. Ich habe jetzt extra nochmal dazu gekauft, also ich habe mir das extra zusammengestellt, sprich den Schiebetürbeschlag, unten eine Führungsleiste quasi für 8 Euro und ich habe mir nochmal einen Griff bestellt, müsst ihr natürlich nicht, könnt ihr auch selber bauen. Oder so ein Griffloch machen. Ich habe mir jetzt hier eine Griffmuschel bestellt, die einfach raufgeschraubt wird von innen, weil das Ganze verschwindet ja hinter der Wand dann. Und von außen nochmal so einen kleinen schwarzen Stangengriff, ne, den wir auch dann verschrauben werden. So, bevor wir jetzt loslegen, müssen wir natürlich erstmal die Maße nehmen. Also ich habe die Maße schon, aber ihr. Und Ausgangspunkt ist natürlich hier diese Führungsleiste, dieses Flachstahl, was jetzt da an die Wand rankommt. Und da kann ich euch empfehlen, wenn ihr Holzkonstruktion habt, setzt das bitte in einen Pfosten rein oder einen Balken, der das auch hält nachher die, oder trägt die Tür. Bei der Wand natürlich müsst ihr eine schöne feste Mauerwerk haben. Ne? Und ich hatte ja am Anfang des Videos, habt ihr vielleicht gesehen, einen Querbalken reingezogen und der ist dafür gedacht, dass der am Ende die ganze Schiebetür trägt. Und beim Anbringen gibt es eigentlich nur zwei Sachen, auf die ihr achten müsst. Erstens, dass das Ganze in Waage ist und die Höhe. Denn wir wollen ja, dass nachher nicht so viel Zugluft entsteht, beziehungsweise entweicht an Wärme oder das Ganze auch ein bisschen ja, schalldicht oder dicht ist. Deswegen müssen wir halt gucken, dass die Tür auch nachher hier so ein bisschen schleift, dass es wirklich hauchknapp, also sprich, dass das Türblatt nachher so ein bisschen den Rahmen oder die Wand überschneidet. Und jetzt können wir auch das Maß nehmen. Wie ihr seht, die ganze Schiene hätte so einen kleinen Ticken höher gekonnt. Ne? Das hätte den Ganzen nicht geschadet, aber ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt bauen wir erstmal den Rahmen zusammen. Und das Ganze machen wir ganz einfach. Wir schrauben das einfach, also keinen großen Heckmeck. Man hätte jetzt zwar den Rahmen auf Gärung machen können, dass man später dann hier auf der Stirnkante keine Schrauben sieht. Aber das ist mir jetzt eigentlich egal, weil es ist eine Werkstatt, ne? Und das soll's. So, dafür bohren wir das Ganze vor und senken es auch gleich.
Beim Verschrauben kommt es eigentlich nur auf eine Sache drauf an, dass das Ganze in einem 90-Grad-Winkel ist. Und Vorbohren ist eigentlich ganz wichtig, sonst platzt euch das Holz auf, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Ich nehme jetzt hier 4x100er Schrauben. Und normalerweise, wenn das jetzt eine Gartentür wäre, ne, oder ein, ich weiß es nicht, ein Tor oder sowas, das heißt, wir haben dann hier unsere Bänder oder unsere Scharniere und auf der einen Seite würde das ganze Ding hängen. Um das aufzufangen, würden wir jetzt hier eine Diagonale, eine Strebe reinsetzen. Das heißt, hier eine und hier eine. Wenn wir es keine Querstrebe hätten, würden wir von dort oben bis nach unten eine Diagonale setzen. Diese Querstrebe in der Diagonale fängt dann das Gewicht so ein bisschen ab. Ne? Das ist der ganz einfache Trick. Und wenn ihr eine wirklich sehr, sehr schwere Tür habt, dann setzt ihr hier unten ein Türband, hier oben eins. Und die meisten, oder früher hat man das gemacht, dass man in der Mitte ein Türband setzt, kann man auch. Setzt hier eins in der Mitte und nochmal hier, direkt unter den obersten, hier nochmal ein Band. Und damit dürft ihr die Tür da nicht mehr hängen. Jetzt fangen wir an, unsere Akustikpaneele zuzuschneiden. Und da die Tür rechteckig ist, haben die alle ein Maß. Das heißt, ich zeichne mir das mal hier an, 2,22 Meter. Und da das ganze Einzeichnen ziemlich mühselig ist, nehmen wir einfach die volle Länge. Abfall ist nachher ungefähr 20 cm. Ich zeige euch nachher einen kleinen Trick. Wir setzen die erste Paneele drauf. Übrigens bekommt ihr diese Paneele oder Akustikpaneel Studio Line Solo, nennt sich das Ganze, von den Holzwerken Ladenburger. Und zur Montage nimmt man hier diese Metallklemmen. Kennt ihr vielleicht früher aus den 60er, 70er. Da hat man diese Paneele auch so befestigt. Und dann schrauben wir das Ganze fest. Viele nageln das Ganze auch mit einem Druckluftnagler. Das kann ich euch nicht empfehlen. Klassische Variante, um das Ganze schrauben. Und deswegen haben wir auch jetzt hier den Mittelpfosten eingearbeitet, damit das Ganze so ein bisschen mehr Formstabilität hat. Und im Übrigen gibt es das Ganze auch in unterschiedlichen Oberflächen. Beispielsweise Eiche. Wir haben jetzt hier, glaube ich, Tanne roh, also unbehandelt. Dann gibt es, glaube ich, noch Nussbaum. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Ich werde euch mal den Link zu dem Shop unten in der Videobeschreibung verlinken. Und jetzt können wir auch unsere Laufrollen anbringen. Hierbei ist es halt wichtig, dass ihr den 90-Grad-Winkel beachtet und den gleichen Abstand. Ich empfehle euch halt ein bisschen reinzugehen, ungefähr 10 cm. Und dann zeichnet ihr euch das Ganze an. Die Bohrpunkte ausrichten tun wir gleich nach dem Bohren. Und dann bohrt ihr das Ganze vor, so dass die Schrauben wirklich eng reingehen. Also das ist eine 8er. Und dann bohren wir quasi mit einem 8er oder 10er vor. Bevor wir jetzt die Tür einhängen, brechen wir nochmal die Kanten, damit wir uns auch keinen Splitter zufügen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir alles richtig gemacht haben und das ganze Ding läuft. Das Ganze sitzt schon mal. Ja, und hier fängt es an zu kratzen. Es kann natürlich sein, dass das ganze Blatt schief ist, dass die Schraube dagegen kommt. Ja, so ist es. So, die Bodenführung ist jetzt angebracht. Die habe ich jetzt einfach hier mit einem Stück Holz an der Wand geschraubt. Und beim Griff ist es nämlich so, ich habe daran nicht drauf geachtet, die Tür oder das Blatt hat eine gewisse Dicke. Und der Griff ist eigentlich ausgelegt für so ein Türblatt, so ein Zimmertürblatt. Das Ganze ist jetzt 5 mm leider zu dick. Und hier wende ich den alten Klebebandtrick ein. Und zwar, wenn du nicht weißt, was das ist, dann verlinke ich dir mal hier oben ein Video. Dann kannst du dir das mal ansehen.
Projekt Schiebetür abgeschlossen. Jetzt haben wir eine schöne Trennwand hier reingezogen. Ich finde, das Ganze passt so. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Holz. Wer meine Werkstatt kennt, weiß, dass die Hälfte der Werkstatt schwarz ist und hier auf der anderen Seite vom Ufer ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Leben, ein bisschen Freundlichkeit, ne, auch hier mit dieser Fototapete. Und ich finde, so ist das ganze Projekt abgeschlossen. Es funktioniert super. Ein paar Bürstendichtungen sind auch noch dran. Das heißt, das Ganze ist es auch dicht. Und wir können loslegen mit dem nächsten Projekt hier in der Werkstatt. Das werde ich dir nämlich hier verlinken und hier findest du noch mal ein Projekt, was ich mit Studioline Solo umgesetzt habe, besser gesagt mit den Holzwerken Ladenburger. Den Link dazu packe ich dir noch mal unten in die Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video, mach's gut, ciao.